War noch ein Motor und drei Computer. Den Motor kriegt er bestimmt hier noch raus. Nein. Hier. Was hat er noch einen Motor? 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 Jetzt rein. Ach, ich hab's. Ah, ne, die kann ich nicht wegmachen. Also ich dachte jetzt an diese Leitungen da, aber die lasse ich mal noch dran. Ne, okay. Ich brauche einen Motor. Okay, jetzt muss da halt überall immer per Hand hin. Jetzt sind die alle nicht mehr verbunden. Ach doch, ist noch verbunden. Okay, ich dachte, wir wären jetzt nicht mehr verbunden. So. Ich immer wieder ein paar. Ach so. Okay, das Cargo-Container ist jetzt nicht mehr verbunden. Das geht selber hin. Der ist da vorne. Man kann ja kurz ein Loch in die Decke machen. Ah, das ist ein Thruster. Egal. Da kann ich auch noch ordentlich Material. Das fliegt weg, oder? Sieht aus, als wenn das alles wegfliegen würde. Das ist natürlich nicht so gut. Da muss ich schnell das Schiff hier zum Laufen bringen. Obwohl, nein, das haut nicht hin. Ah, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Okay, da werde ich jetzt mal alles anhalten. Refinery und das werde ich mir jetzt alles da unten hinbauen. Also, ich werde jetzt erstmal hier, das gibt's doch nicht, mir die, wie heißt's, mal ein paar Teile auf jeden Fall holen und dann kann ich von hier noch daraus hin. Nee. Was soll ich jetzt sagen? Ach ja, genau. Ich hole mir jetzt die Teile hiervon. Von den einzelnen Sachen und pack das alles darüber. Also, baue ich jetzt erstmal den Boden ein bisschen und dann kommt der Reaktor und alles hin. So. Das kommt dann später sowieso wahrscheinlich wieder alles weg. Ja, kommt's auch. So. Dann baue ich mal kurz den Reaktor. Was ist das denn für ein Small Reactor, ne? Genau. Drehen. So. Jetzt brauche ich Steel Plate. So, oh, ich habe nicht damit gerechnet, dass es gleich ganz kaputt geht. Das hier weg tun. Der
damit ich das jetzt noch mal ganz bekomme. So, ich werde das jetzt erstmal bauen, ohne die anderen kaputt zu machen, weil ich noch Energie brauche. Und sobald ich dann hier eine Versorgung mit Energie und Krankenstation habe, dann kommt das weg. Da oben. Weil dann habe ich hier so gerade einen Meteor angeschlagen, oder? Hat sich so angehört. Was rum? Ein Steelplate. Oder mehrere Steelplates. Gucken, ob ich den damit fertig bekomme. Oder ich da noch was brauche. Ich fertig, finde ich gut. Gut, was brauche ich denn hier als nächstes? Steel Plates 49. Und das nächste kann ich auch noch gleich gucken. Und 40 Construction Components. Muss wieder hier ran. Steel Plates 49. Construction Components. Nee. Hier. So. Ist schon mal wieder was von dir zu haben. Hätte ich auch früher auf die Idee kommen können. 40. Dann baue ich Metal Grid und Large Steel Tube. Mal gucken, was ich davon habe. Oh Gott, 100 Reactor Components. Die werde ich dann wahrscheinlich aus dem anderen. Ich brauche 4 Metal Grid und 8 Large Steel Tube. Die werde ich dann wahrscheinlich aus dem Reaktor rausnehmen. Also da werde ich dann erstmal alles Wichtige dahin bauen und dann das Zeug aus dem Reaktor rausnehmen. So. Vier. Und acht. Large Steel Tube. Ach. Das ist im Assembler. Der Assembler ist da auch. Da muss ich nochmal hier rein. Hier ist der Assembler. Ich brauche noch Large Steel Tubes. Und dazu brauche ich Eisen. Eisen. Ich habe kein Eisen mehr. Ach, da mache ich einfach schnell irgendwas kaputt. So. Wo sind Large Steel Tubes denn? Da sind bestimmt Large Steel Tubes drin, oder? Genau. Ah ne, verbaue ich erstmal das da unten und dann mache ich weiter. So, und jetzt brauche ich noch zwei, also, ja, ich mache das einfach kaputt und dann habe ich die gleich. Und ich muss sie aufladen. Was ist da denn drin? Interior Plate. Construction Component, Metal Grid, Small Steel Tube, Large Steel Tube, Display, Computer, Metal Component, Interior Plate. Okay. So, dann hier. Alles rein da. Diese Cluster Components sind definitiv mit einer der